Willkommen zurück zu Risen 2 Dark Waters. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg Richtung Piratenlager, das heißt den Osten der Insel. Vasco hat uns ja empfohlen, dass wir zwei Wege gehen können. Entweder wir gehen durch den gefährlichen Dschungel, in dem wir uns hier gerade befinden, oder über einen sicheren Bergpass. Aber wie man das ja aus Rollenspielen so kennt, man findet interessante Sachen nur da, wo es auch gefährlich ist. Deswegen habe ich Patty wieder an meiner Seite. Und da werden wir auch schon von einem Jaguar angegriffen. So, vielleicht treffen wir auf ein paar interessante Schätze. Wir laufen einfach mal weiter hier runter. Oh, hupsala. Ja, doch, bin richtig. Vielleicht liegen ja hier irgendwo. Ah, da haben wir zumindest schon mal ein bisschen Gold. Sehr schön. Vielleicht liegen ja irgendwo ein paar interessante Schätze rum. Vor allen Dingen eine ordentliche Waffe könnte ich mal gebrauchen. So, was haben wir denn hier? Ein Bett, okay, mitten in der Wildnis. Gibt es dazu auch jemanden, der dazugehört? Hier ist auf jeden Fall die Kiste. Die räumen wir gleich mal aus. Ah, wieder ein bisschen Gold drin. Bisschen höher. Sieht nicht so aus, als ob hier noch irgendwas wäre. Dann ziehen wir einfach weiter. Ja, ich denke mal, das ist schon die richtige Richtung. Haben sogar einen kleinen Auftrag, dass wir Termiten erledigen sollen. Oh, da kommen gleich noch welche. Okay, hat Patty alleine erledigt. Was ist denn das für ein Vieh? Ich helfe dir. Oh. Oh nein, nicht die Waffe ziehen, Hilfe. Ach so. Er fällt auf den Rücken hin. Niemand legt sich mit einer Stahlbart an. Nein. Erst spreche ich mit dem Leuchtturmwächter. Ah, der Leuchtturm, da oben. Gucken, wo führt uns da der Weg denn hin? Ah, auch direkt dahin. Prima. Ich bin bei dir.
Dann gehen wir den Herrn mal besuchen. Gemütlicher das. Ahoi, Jung. Lässt du dir den Wind um die Nase wehen? Ich bin Jack, der Turmwächter. Bin früher selbst zur See gefahren. Und jetzt machst du dir einen ruhigen Lebensabend. Ha, schön wär's, Junge. Ruhig ist hier gar nichts mehr. Nicht seit die Termiten hier aufgekreuzt sind. Termiten? Wie? Ja, und jetzt kommst auch noch du. Und ich frage mich, was du willst. Ich will dir jedenfalls keinen Ärger machen. Ich suche nach Captain Stahlbart. Na, wenn das so ist, dann sind so ein paar Termiten bestimmt kein Problem für dich. Und schon gibt's was zu tun. Wegen der Termiten. Ja, die Mistviecher lassen mich einfach nicht in Ruhe. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Greifen sie dich an? Nein, nein. Die Kleinen sind harmlos, solange man sie in Ruhe lässt. Nur vor den Großen musst du dich in Acht nehmen. Keine Sorge. Du kannst bald wieder ruhig schlafen. Wir kümmern uns um die Termiten. Dafür werde ich mich auch erkenntlich zeigen. Wo ist das Nest? Geh runter zum Strand und folg den Viechern, die da rumwuseln. Wenn du sie nicht angreifst, kannst du ihnen bis zu ihrer Höhle folgen. Da ist noch eine Sache. Wo drückt der Schuh? Ich habe da ein Geschäft mit Bußlauf. Ich liefere den Piraten Zucker und dafür kriege ich Rum. Als mein Kollege aus Sakariko des Nachts kam, waren die Termiten am Strand. Tja, er wollte sie vertreiben. Hat sie angegriffen. Hätte er es nicht besser wissen müssen? Nein, immerhin hat er es überlebt. Aber die Viecher haben die Lieferung in ihre Höhle geschleppt. Verstehe. Wenn du die Lieferung findest, dann bring sie gleich zu Buß. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an, dass wir jetzt die... wo laufen wir denn eigentlich gerade hier hin? Dass wir die Termiten erledigen. Wir hatten ja eben schon mal 4 Stück. Und dann werden wir bestimmt auch irgendwo das Nest finden. Hat er nicht gesagt, wenn ich sie nicht angreife, greife sie mich auch nicht an. So, das war's. Die laufen alle in die Richtung, also werden wir jetzt schon, glaube ich, irgendwie richtig sein. So, das war's. Ui, das ist immer schon ein bisschen größer. Eieiei. Nein! Meine Güte, machen die einen Schaden. Da müssen wir einfach erstmal wieder ein bisschen Proviant essen, um auf voller HP zu sein. Das tun wir doch gerade mal. Ah, Inventar. Plunder. Das könnten wir mal trinken. Mal gucken, ob es was hilft. Ja. Mistviecher.
Ah, da kommt der Große schon wieder und jetzt hat sich gerade verschossen. Ich werde einfach mal versuchen, ob ich den vielleicht von hinten angreifen kann. So sieht das doch gleich schon viel besser aus. Hat der was Brauchbares? Nein. Sieh mal einer an, das sieht doch eher aus wie eine Höhle voll mit Termiten. Und ich hab recht. Mal sehen, vielleicht gibt es hier ja sogar was Interessantes. Aber um was zu finden, mache ich einfach mal eine Fackel an. So, die Quest ist eigentlich schon erfüllt. Ah, ein Amulett. Das ist eventuell ein Gegenstand, den wir anlegen können. Nein. Schade. Zuckersack. Ah, 7 Stück. $50 nehmen wir sofort mit. So, laufen wir mal zum Leuchtturmwärter zurück. Und du? Was ist er denn? Ach, da. Lustigerweise heißt er Jack. Aha. Ich habe das Termitennest erledigt. Da bin ich dir aber dankbar, Junge. Wie dankbar genau? Ja, ja, schon gut. Der alte Jack braucht ja kein Gold. Noch was. Falls du es noch nicht gesehen hast, da liegt ein Buch in meinem Turm. Könnte dich interessieren. Ich suche die Piraten. Und hast dich verlaufen, wie? Mach dir nichts draus. Du bist nicht der Erste. Pass auf. Auf der anderen Seite des Wasserfalls gibt's einen Weg zwischen den Bergen. Richtung Nordosten.
Geh da durch, dann läufst du direkt auf das hölzerne Tor der Piraten zu. Und wenn du zurück nach Puerto Sacarico willst, kannst du das Boot benutzen, das unten am Strand liegt. Du kennst bestimmt viele Geschichten. Natürlich, und sie sind alle wahr. Erzähl mir mal was. Was interessiert uns denn? Schätze natürlich. Über Schätze. Geschichten über Schätze wirst du so einige hören, wenn du aufmerksam bist. Neben Gold in Truhen gibt es viele legendäre Gegenstände, die über die ganze südliche See verteilt sind. Was sind das für Gegenstände? Besondere Gegenstände. Jeder von ihnen birgt ein Geheimnis. Jeder hat seine Geschichte. Aber allen ist gemein, dass sie ihrem Träger gute Dienste leisten. Von denen musst du dir unbedingt welche zulegen. Ja, okay. Die restlichen Geschichten kennen wir, denke ich. Wir wollen mal ein bisschen weitermachen. Aber wir gucken uns erstmal das Buch an, was der Herr uns hier empfohlen hat. Die Piraten raubten alles bis auf den letzten Penny aus und nahmen es an Bord. Das Prunkstück war ein wertvoller Handspiegel der Gouverneurstochter. Als sie zurückgekehrt waren, genehmigten sie sich erst einmal einen ordentlichen Schluck Rum. Bei einem Spiel gewann der Wirt jedoch den Spiegel und rückte ihn erst gegen einen angemessenen Preis wieder heraus. Interessant. So, nach dieser kleinen Lesestunde ist unsere Zeit auch schon längst wieder rum. Ich werde wieder einen neuen Part starten. Und dann sehen wir mal, wo unser Weg weiterhin führt. Bis gleich.